Hallo und willkommen zurück zu Skrym und den Abenteuern von Thales Aran und noch Lydia. In der letzten Folge sind wir zur Dawnguard gelatscht und haben uns den Anfang der Questreihe von denen geholt. Und in dieser Folge werden wir denn da jetzt mal die Mission angehen, nachdem wir erstmal noch unsere Taschen geleert haben. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Arcadia, Fiamma, Benetor, Valentia, Graumähne. Das war doch hier in Weißlauf, oder? Mir war so. Kommt da rein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Hulda. Setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Das ist Hulda. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz? Da habe ich mich denn wohl geirrt. Moment, wie heißt die Quest? Frage Aldis nach Information, Angeline Aldis. Das ist ja merkwürdig. Sekunde. Ich war mir sicher, das war ein Weißlauf. Aldis Angeline. Nee. Nicht Angelime, Angeline. N. N. Nicht N. So. Angelige Murate, mehr so ein Shotgun. Oh. Wie möglich verkaufen und so schnell wie möglich. Das sagt ihr immer. Weil das Da. Miscellaneous Quests. Hola. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Ja. Ich will was verkaufen. Oder kaufen, je nachdem. Ne, die Armbrüste, die will ich, das will ich auch behalten. Okay, also will ich nichts verkaufen. nope. Aber die will ich verkaufen und... Ne. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Ach verdammt, ich hätte die Armbrust gleich verzaubern können. Aber nee, wir werden jetzt erstmal das Inventar soweit aufräumen, ein paar Bolzen holen und dann können wir auch unseren Jogen, hätte ich fast gesagt, unseren Bogen droppen. So. Waffen. Also erstmal die Äxte droppen wir. Pfeile können wir komplett wegmachen. Die Pfeile können wir auch wegmachen. Armbrust können wir zwei wegmachen. Stahlbolzen behalten wir. Den Nordbogen machen wir weg. So. Passt. Wieso konnten wir den nicht verkaufen? Das verstehe ich nicht. Okay. Drachenknochen kommen hier mit rein. So, ja. Inventarmanagement, das muss sein. Ach, jetzt habe ich das gesplittet. Na, ist egal. Ist egal. So, jetzt sind wir auf 103. Wie die Armbrust so viel? WTF. Ja gut, 14, das ist schon ganz schön prall. So, jetzt müssen wir die Bolzen noch mitnehmen. Warte mal. Bull. 159 Zwergenbolzen. Okay, so. Okay, Lüt. Dann werden wir mal kurz noch gucken, ob wir vielleicht die Armbrust sogar schon upgraden können, bevor wir sie verzaubern. Weil dann können wir eine bessere Verzauberung draufknallen. Ach nein, nicht Rüstungsverzauberung. An einem Schleifstein verbessert man natürlich eine Armbrust, das weiß auch jedes Kind. Was brauchen wir dafür? Stahl. Ist Adriane draußen?
Gib mal her. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Wieso hast du jetzt keinen Verkaufsdialog? Dein Stahl ist legendär. Hier findet eigentlich jeder etwas. Hoffen wir es mal. In der Kriegsjungfer. Stahlwaren, please. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Einen brauchen wir nur. Oh, der hat ganz schön viel Leben mehr sparen. Was ich cool fände, wäre, es ist schön mit euch, wenn hier so Ressourcen wie jetzt hier Metallbarren und Leder oder sowas, wenn die sich ansammeln würden bei den NPCs und nicht irgendwie resettet werden würden. Wie weit haben wir ihn jetzt geupdatet? Ich glaube, um 6 Schaden haben wir jetzt dazu gekriegt, ne? So. So, große Mondsteine hätte ich fast gesagt. Großes. Oh, scheiße, der hat uns jetzt gerade eine Mission gegeben. Fuck. Also, die Wachen erzählen einen manchmal. Ach, auch Karte aktualisiert hat er gemacht. Wachen erzählen einem manchmal so von Ereignissen, ja, die man wahrnehmen kann. So, verzaubern, Armbrust. Was können wir da Schönes drauf machen? Also, Seelenfalle. Ach, siehst, genau das wollte ich nachgucken. Ich wollte nachgucken, wo wir die feurige Seelenfalle herkriegen. Wert, mächtiger Seelenstein. 5. 5, also nimmt sich nichts groß. Ist auch 5. Aber ich denke mal, das war dann auch noch unterschiedlich, wie viele Aufladungen da drin sind. Also nehmen wir mal lieber den mächtigen Armbrust des Seelenernters. Hochwertig. Yay! Schwimm. So, speichern wir mal. Da kann ich gleich nochmal in meine Tabelle reingucken. Hochwertig ist, glaube ich, die erste Stufe, oder? Nee, das ist schon das zweite. Das erste ist gehärtet. Dann kommt hochwertig. Nach hochwertig kommt verbessert. Dann kommt erlesen, episch und legendär. So, hochwertig geht von Schmiedelevel 20 bis 39. Und ab 40 bis 59 ist verbessert. Okay, so. Dann müssen wir jetzt unsere Armbrust noch... Ja, müssen wir wieder Disco machen. Ach, so was Nerviges. Nachbarn, die nicht auf ihre Umwelt achten, sind sowas von zum Kotzen. So, Inventar. 103, ja, passt schon. Okay, dann werden wir uns mal aufmachen und... Da, nee. Nicht zerbrochenes Ruder. Hä? Trübhöhlengruft, genau da müssen wir hin. Das dichteste. Ja, ich denke mal der Stein. Und das Geile ist, so eine Armbrust ist ja eigentlich tierisch laut hier in dem Spiel, aber. Kann man super mit sneaken. Oh. Ist das aber eine Überraschung? What? Ich habe eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Jetzt bezahlt ihr. Oh, ich habe die gar nicht gesehen in dem Schatten. Wow, wow, wow. Ihr werdet nicht. Ich treffe sie nicht. Alter Schwede. Das ging ja mal gar nicht da gerade. Also Zielgenauigkeit war ja wohl mal gerade unter aller Sau. Wie soll ich den denn jetzt bitte schön looten, Lydia? Mit dir ist auch kein Krieg zu gewinnen, ne? Ah.
Obwohl, wir müssen ja eh hier runter, also von daher. Eisenpfeil, Gold. Ja. Gut, dann wird Lydia die... Jetzt hätte ich beinahe was gesagt. die Nase wieder so nicht kommen. Okay, jetzt direkt nach einer Stunde da, okay. Ne, ist ein Fuchs, den wollen wir nicht töten. Keine Panik, Little One. Korund, nein, kein Interesse. Kein Interesse, so. Natürlich hat der Typ nicht auf uns gewartet und ist reingestürmt. Immer rein ins Verderben. Bist du bereit, Lydia? Vampire und so. So. Miscellaneous Quests, ja. Wieso bin ich da jetzt eigentlich raufgegangen? Ach so, weil ich da die Dings gesucht habe. Die, Feind, Moment. Das müssen wir jetzt fix nochmal. Das muss ich nebenbei nachgucken, sonst vergesse ich das wieder. Hallo? John? Aldis. Aldis. Okay, genau. Heißt die. Die heißt auch im Deutschen anders, die Quest, oder? Frage nach Information. Diese Wächter wissen nie, wie sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Alleine hierher zu kommen, ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Bresot waren ihm nicht gewachsen. Die beiden haben bekommen, was sie verdient haben. Ihre Arroganz wurde unerträglich. Das ganze Gerede macht mich ganz durstig. Vielleicht kommt bald schon ein weiterer Wächter. Ich wünschte, Loki würde sich beeilen. Am liebsten würde ich zurück zur Burg reisen und Hakon sagen, was für einen Idioten er mit dieser Mission beauftragt hat. Und ich würde am liebsten Loki von eurer Untreue erzählen. Das würdet ihr nicht wagen. Und jetzt seid still und haltet die Augen auf. Well. Sie hat nicht mal reagiert, weil ich den gewonnen habe. Ist ja geil. Oh, das hat sie mitgekriegt. Aber leider zu spät für sie. So, und wo ist jetzt hier der alte Mann? Den sie umgebracht haben, sehr wahrscheinlich. Ist er das? Nee, das ist ein Vampirmeister. Das ist ein Vampirmeister. Ein Vampir? Ein Doggy. Den haben wir gerade. Oh ne, das ist er wohl, wa? Sakraler Kriegszwerghammer. Ja, ja, das ist er. Ah, du Narr. Du Narr. Ich frag mich, ob man den retten kann. Moment, muss ich. Das muss ich auch direkt mal nachgucken, weil das interessiert mich. Skyrim Doppelpunkt Tolan. Okay, man kann ihn nicht retten, das ist so gemacht. Okay. Sehr schade, aber was will man machen? Ach so, stimmt ja, hier gibt es episch guten Loot in der ersten Mission. Also sollte man hier auf jeden Fall mit genug Lärmplatz kommen. So, wenn wir jetzt öffnen sollten, da glaube ich
Banner 2? 2 Ads kommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Oder gar nichts. Okay. Ist auch nicht weiter schlimm. Hier war auch ziemlich viel versteckter Kram. Also hier kann man wirklich alles bis aufs kleinste Detail untersuchen und dann immer noch was finden. Also Loot. Das ist ja schade, dass man denen nicht helfen konnte. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das aufgeht. Well, well, well. Right under the bosom. Das Problem der Armbrust ist natürlich, sie ist, glaube ich, etwas langsamer als der Bogen. Und deswegen muss man da wirklich schon vorsichtig sein, wann man wen angreift. Um halt zu verhindern, dass man erwischt wird, wenn man gerade am Nachladen ist. Ah, hier ist doch noch eine Truhe. Und schon der Drauger, ein toter Drauger. Oh, stimmt weg, Leute, ja. So. Was ich merkwürdig finde, dass es hier Nordgrabstätten sind. Sieht man wieder an den Kringeln. Loot. So, ich muss mir ja eigentlich jetzt auch schon Gedanken machen, ob wir sein Angebot annehmen oder ablehnen. Was haben wir da? Eine Draugergeißel. Mal gucken, wer da gewinnt. Hey, der Drauger hat gewonnen. Finde ich gut. Goodbye. Oder auch nicht. Well. So. Das ist ja alles hier sehr mehr oder weniger ordentlich geklärt. Waren, glaube ich, Tränke? Ja. Und irgendwo war hier... Ach ja, genau, hier am Rand. Da waren auch noch Sachen, wo man so nicht rankommt, außer man hat... Fast vergessen. Ja. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Telekinese! Man kann alternativ auch Ruf Schautz benutzen. Ups.
Gut. Alter Schwede. Man könnte die alternativ auch mit Pfeilen holen. Oh. Wo haben wir den hingehauen? Ja, der ist wohl im... Ein Krampf. Nur für ein paar Pötte. Bam. Machen wir die... Ich weiß es nicht. Ich möchte ja gerne... Na gut, wenn wir wollen ja die Questreihe mit den Armbrüsten machen. Da wäre das, denke ich mal, besser, wenn wir... das Geschenk dann ablehnen. Ansonsten kommt man, glaube ich, nicht an diese Sachen ran. Wow, wow, wow. Schwert wollte ich eigentlich nicht einsammeln, aber wo ist denn unsere gute Vampirdame hingeflattert? Ja, Vampirläufer im wahrsten Sinne des Wortes. In meine Rune reingelaufen. Runen. It's a secret to everyone. Hey. Oh, das Skelett hat ja aber eine coole Rüstung an, muss man schon sagen. Gefällt mir. Very dufte, very dufte. Schwing, wing, wing. Hello. Goodbye. Wie das eigentlich scheppert, ne? Und hört keiner. Hier ist nichts. Hier ist alles dufte. Alles dufte. Oh, wir könnten mal wieder. Schön, wie du da in meine Dings reinläufst, finde ich gut. Da hat Lydia gerade jemanden ziemlich kaputt gehauen. Dead. Wie hier Ausdauertränke ohne Ende sind. Wie wär's mal mit Mana oder Leben? Wieso habe ich gerade weggepackt? Jetzt gefällt dir der Hammer wohl doch, oder was? Oh, jetzt kommt, glaube ich, der erste Vampirmeister, wenn ich mich recht erinnere.
Fug! Nein! Der Fug. What?